Digi spielt mir genau im richtigen Moment den Ball. Ich laufe aufs Tor zu. Der behauptet den Ball super, legt den Ball jetzt hier noch ab für Max. Er kommt zum Schuss. Der täuscht den Schuss an zu Süle und der knallt. Der geht in 16er rein und... Die Trikots, die eigentlich schon vor 5 Spieltagen hätten da sein sollen, sind jetzt endlich da. Natürlich nicht vollständig, aber immerhin etwas. Hier, Leute, soll ich euch schon zeigen? Ja, zeigt ihn. Das Trikot ist wirklich Maschallah. Angelehnt an Real Madrid, Weiß-Gold. Natürlich hier direkt das Trikot vom GOAT gepackt. Jäger, the GOAT. Ist das heim oder auswärts? Müssen wir noch entscheiden. Und natürlich gibt es eine andere Farbe, die zeigen wir euch dann noch drin. Und wir zeigen auch den Jungs mal die Trikots, die kennen die noch gar nicht. Es geht, Jungs, es geht, Jungs. Lange haben wir gewartet. Und da sind die neuen Trikots. Oh, guck mal, Körper. Das ist heim oder auswärts? Das müssen wir noch entscheiden, was heim und was auswärts ist. Und jetzt hier das zweite Trikot in Bleu. Ah, für mich. Falls ihr euch fragt, warum das XXXXL ist, das ist das von Ray Habib. Weiß Gold, jetzt können wir nur noch aufsteigen. Ja, das ist cool. Also, wir nehmen einfach mal hier das Beispiel Mo. Ich weiß, warum hat der Mo? Was sagst du dazu, dass Mo, der nicht mal spielt ein Trikot hat? Warum hat der Mo ein Trikot und meinst es nicht dabei? Alter, als Kameramann ist er mehr wert für die Mannschaft als du. Wow. Film mal jemand anderen, nicht scheiße. Der bringt keinen Mehrwert, das ist. Bruder, schneid ab. Wahre Fußballer schneiden unten diese Fuß ab. Das heißt, ich nicht. Oh, wichtig und richtig. Ja, yes, ne? Hörnchen. Geil. Ey, so lässt sich doch auf der Bank leben, Alter. Sui! Das ist diese Knappe. Erstmal neue Trikots. Oh. Da drin wird heute Tor geschossen. Sui! Also heute ist der 5. Spieltag. Wir sind so gut in die Saison gestartet wie noch nie. Aus 4 Spielen 3 Siege, das heißt 9 Punkte. Besser kann es eigentlich kaum laufen. Heute spielen wir gegen den Letzten und wir können auf Platz 2 der Tabelle gehen, Leute. Hier seht ihr die Tabelle. Wir sind gerade Dritter, können auf dem 2. Platz. Also eigentlich perfekter Start. Alle Sachen, der Weg für den Aufstieg ist geebnet. Wir sind richtig motiviert und optimistisch. Holzi ist natürlich krank, kennt man. Jeder 2. Spieltag muss ich das sagen, Holzi ist nicht dabei. Aber ja, für Mo gibt heute sein Comeback, ne? Safe. Hinter der Kamera meine ich natürlich. Und wünscht uns Glück, Leute. Ah ja, und ratet mal diese Trikots von 1 bis 10. Was sagt ihr? 1 bis 10 in die Kommentare. Ja, mein Bruder muss alles alleine machen ohne Holzi heute, ne? Ja, Holzi. Ja, ein Like da lassen, damit Holzi ein bisschen diese HP-Punkte bekommt, ne? Weil sonst wird das heute nichts mit der Saison, ne? Ich hab jetzt mein Security, Mann. Handy! Ja! Mikro vergessen, aber ist egal, Kreisliga-Niveau, ne? Nimm man halt den Schlüssel. Oh, war ja eine tolle Meisterleistung letztes Mal, ne? Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Ja. Ich hoffe, ich kann daran anknüpfen heute. Ja, mal gucken, ne? Also, der Gegner hat auf jeden Fall nicht unterschätzt. Es war letzter, aber haben bisher nur gegen die harten Brocken gespielt. Deswegen gehen wir das Spiel an wie jedes andere. Können halt Platz 2 gewinnen und das wäre schon wichtig. Ja, ich habe wieder keine Frage gestellt. Kollege redet wieder los. Perfekt, ne? Was will man mehr? Die sind letzter, haben aber gegen die stärkste Mannschaft bis jetzt gespielt. Nimmt das Spiel so an wie gegen Lohhausen. Defensiv 3 Gegentore bis jetzt so kassiert. Defensive stimmt. Das ist der nächste Entwicklungsschritt, dass wir gegen den Tabellenletzten, der relativ unberechenbar ist, weil Andi hat es gerade gesagt, gegen gute Mannschaften verloren und wir wissen ja, wie das mit Tabellenletzten ist, dass wir heute wieder gewinnen, dass wir uns da oben festsetzen, dass wir nicht mit einem guten Saisonstart hier hingehen und dann sagen, ja, okay, Tabellenletzter, sondern dass wir uns da auch mal festsetzen oben. Alle guten Spieler nicht da, deswegen darf ich Kapitän sein. Vielleicht muss auch einer von denen eingewechselt werden. Wir sind ein Team! Ab in unser 5. Game gegen den SC Black and White, der momentan Tabellenletzter ist. Und das soll auch bitte so bleiben nach dem Spiel. Siggi macht jetzt hier direkt früh Druck. Der Gegner ist noch am Ball, aber jetzt hat er sich hier den Ball abgeluchst. Geht ein bisschen, fällt fast hier noch hin, aber schafft noch den Ball zu spielen. Der landet aber leider beim Gegner. Der Holzi kriegt die Zähne nicht auseinander beim Kommentieren und genauso wenig kannst du den Ehren von seiner geliebten Pille trennen. Der Junge
fliegt über den Platz, spielt jetzt einen Superball auf den Fischer auf rechts außen und Fischi sucht den Doppelpass mit Sigi, kriegt den Ball zurück. Fischi zielt in den 16, aber da verlassen ihn dann die Kräfte und er landet auf dem Boden. Kommentieren fällt mir aktuell noch schwer, denn ich habe noch eine Mandelentzündung, aber bitte entschuldigt das, Freunde, ich bin bald wieder fit. Der Ball springt jetzt hier rum nach einem Abstoß, Boris ist erst am Ball, verliert ihn dann leider hier im Zentrum und der Ball wird auf einmal gut durchgesteckt hier vom Gegner. 1 gegen 1 gegen den Torwart, aber Adonis hält überragend. Das ist ja eine ganz andere Antäuschung hier vom Holz hier, nur damit er nicht zum Spiel gegen den Letzten kommen muss. Ehren gleitet übers Feld, ist nicht vom Ball zu trennen. Spielt den Ball jetzt in die Mitte auf seinen Sechserkollegen Börek. Der wieder auf den Fischer da rechts auf dem Flügel. Und Fischer mit der Flanke ins Nix, weil mal wieder keiner in der Box ist. Kennt man ja bei uns. Und Eron, unser Ehrenmann, ja, der geht hier in Grazier spazieren an allen Gegnern vorbei, spielt den Ball jetzt hier noch rechts raus auf den Fischi. Der Fischi versucht den Ball nach innen zu spielen, Boris versucht ihn noch im Liegen zu kriegen, aber der Gegner schiebt noch dem Fischer einen Panner. Von Schwarz-Weiß kam nicht viel, deswegen entschloss sich unser neuer Innenverteidiger Henny kurzerhand mal dazu, komplett ins Dribbling zu gehen und offensiv Druck zu machen, aber der kriegt einen kleinen Gehfehler geschoben. Und das ist natürlich ein Foul, ganz klar. Schnell ausgeführter Freischuss von Boris der Bestie auf Eron, Doppelpass. Und jetzt macht das die Bestie alleine, macht hier die Meter kalt drauf und da war die Hand im Spiel. Ja, moin. Deswegen gibt es jetzt hier auch noch eine gelbe Karte und einen Freistoß aus einer gefährlichen Position. Das wäre doch mal was. Jetzt das Ding mal wieder drüber knallen, oder? Nein, drüber knallen. Das war doch sowas von letzte Saison. Der neue Style heißt zurücklegen und dann drüber knallen. Ja, das sah so unabgesprochen aus, ne? Hat der Sieger sich überrascht. Aber er hätte reingehen können. War guter Move. Freistoß ausgeführt von Weiß-Schwarz. Gefährlich in den 16er zum Kopfball, aber nope. Zum Glück übers Tor. Ich erober den Ball im Mittelfeld und treibt die Pille jetzt mal ein bisschen nach vorne. Kriegt dann aber Schiss und spielt den Ball rüber auf Eren. Eren legt ihn direkt ab auf Börek. Börek raus auf Sigi. Sigi geht ein paar Meter und flankt den Ball jetzt rein. Aber da knallen nur die Köpfe zusammen und wir treffen nicht den Ball. Borja aus Moria mit der Übersicht spielt den Ball raus hier auf Uvinho. Der direkt weiter in den Lauf vom Fischer auf dem Flügel. Den sehen wir jetzt nicht. Dafür sehen wir ein paar Fans winken. Hallo, seid gegrüßt. Und jetzt geht der Ball hier herein zu Spidey, der behauptet den Ball super, legt den Ball jetzt hier noch ab für Max, der kommt zum Schuss und knallt an die Latte. Mein Gott, ist das ärgerlich hier wieder. Holly! Zieh! Tor! Ist okay, sehr gut, Fischer, sehr gut, ey! Ecke für FC Brotatatas. Scheint so, als würde die erstmal rausgeklärt, aber Uwe kommt da reingesprintet und gibt dem Ball eine Kopfnuss aus der Hölle, als hätte der Ball seine Mutter beleidigt. Flankt ihn jetzt gut rein, auf einmal schittert der Max, schiebt ihn ein, aber das war angeblich Abseits, ey. Ich hab da jetzt nicht meine Lesebrille auf, ob das Abseits war, weiß ich nicht, können wir einfach mal zählen lassen, ne, 1-0. Ihr wisst ja, Standards kommentieren hasse ich so richtig, mal ein Standard hier von Sigi ausgeführt, der wird rausgeköpft, ich glaube sogar von uns aber und jetzt heißt es wieder Konterteil, aber guckt euch da Haaland an, Haaland, ich meine, das ist doch Willy Orban, wie der da hinterher rennt und Uwe kommt jetzt hier eher an den Ball und rettet die Situation und wir können jetzt hier aus dem Konter den Doppelkonter starten. Nicht umsonst haben wir aktuell die beste Defensive der Liga, nur offensiv hapert's ab und zu, obwohl der Fischer das hier super macht, aber irgendwie kommen wir da nicht zum Abschluss. Fischer setzt gut nach, legt den Ball auf Boris, der versucht direkt mit links und der geht knapp drüber. Das ist halt einfach unser Pech im Abschluss. Und da hat der Henny auch mal wieder die Faxen dicke. Verteidigung viel zu langhörig. Der Junge will Stürmer werden. Ein Doppelpass mit dem Fischer reicht und der Junge ist da schon fast komplett durch. Will jetzt da noch an dem letzten vorbeigehen, aber wird dann kurz vor der Strafraumgrenze zu Fall gebracht. Und der nächste Freistoß aus einer gefährlichen Position für uns. Leider haben wir keinen Spezialisten für sowas. Schaut es euch einfach selber an. Ungenauigkeiten von SC Schwarz-Weiß-West oder wie auch immer die heißen im Mittelfeld. Deswegen haben wir schon wieder den Ball. Fischer macht das Ganze schnell auf den Sigi. Der zieht direkt ab, aber der Torwart ist zur Stelle. Schade. Marmelade. Let's show begin. Und auch hier bei der zweiten Hereingabe fehlt uns leider die Kaltschnäuzigkeit vom Tor. Und damit gehen wir in die Halbzeit. Bis jetzt bringen die neuen Trikots noch nicht so viel Glück. Einmal Latte, einmal Abseitstor, aber wir sind da. Die Defensive nicht vernachlässigen, aber vorne einmal vielleicht den Ticken früher spielen. Aber ansonsten so weiterspielen.
Die werden müde jetzt. Dann hast du die letzten 15 Minuten, da habt ihr auch endlich mal angefangen, um ein bisschen Fußball zu spielen. Und versuch mich einfach mal flach durch die Mitte zu schicken. Für den Jungen, müssen wir den Sieg holen. Guckt euch das an, Jungs. Guckt euch das an. Damit er auch mal ein Spiel wieder macht. Genauso weiß ich seine Klasse. Hier, drei Punkte. Drei Punkte holen wir heute. Oh! Es ist positiv! Wir schauen rein in die zweite Hälfte. Meine Stimme kackt immer mehr ab. Und der Henny ist jetzt hier hinten am Ball, will das Ganze direkt hier alleine machen, geht hier auch schön an den Gegnern vorbei und wird jetzt direkt hier umgegrätscht. Black and White am Ball und auf einmal flutscht die Pille durch unsere Verteidigungsreihe. Uwe kann da den Mann erstmal noch stellen. Man denkt, ja, der hat das unter Kontrolle. Aber auf einmal bietet sich ja der Nächste im Rückraum an. Fischer kommt angesprintet und das ist eine ganz prekäre Szene. Der Fischer landet da auf dem Boden und schafft es sich selber einfach zu verletzen. Leute, wir haben schon viele Verletzte und Kranke und jetzt ist es mal wieder der Fischer, der von der ersten Verletzung in die nächste Verletzung humpelt. Von einer Verletzung in die nächste, ja. Ich kacke ab. Ja, ich komm. Ey, Junge, so alt bist du, so böse. Dafür musste unser Titan Majus Mr. G aufs Feld, der sich jetzt auch immer mehr als Feldspieler beweisen will. Ehren knallt den Ball nach vorne. Ich block den Gegner hier weg. Der Ball springt zu Sigi. Sigi macht die Meter. Ich ziehe den Sprint an. Sigi spielt mir genau im richtigen Moment den Ball. Ich laufe aufs Tor zu, versuche den Ball ins Tor reinzuschieben, aber mich verlassen da die Kräfte und ich habe da gar keinen Abschluss wie meine Oma. Einwurf Uvinio in Richtung Laufweg von Boris. Der macht den sterbenden Schwan und macht noch einen Panner im Fallen. Und Marius jetzt hier aus der Kniebeuge heraus. Versucht er noch zu. Ecke CR Sigi. Die kommt gefährlich. Der Torwart muss ihn rausfäusten. Der Ball springt direkt zu Eden. Der täuscht den Schuss an zu Süle und der knallt ihn einfach mal da gediegen ins lange Eck. Erste Saison für unseren IV Süle. Und das war wichtig. Ja! Schuhe angezogen, nein! Majus Mr. G, für mich der Mann mit den Szenen des Tages, macht jetzt hier erstmal den Gegner super nass und vernascht sich dann noch selbst komplett. Watch out! Naja, Mr. G ist und bleibt wohl doch ein Torwart, aber die nächste Szene beschreibt uns perfekt. Bam. Max kriegt da erstmal einen Meteoritenball auf den Schädel, will den Ball jetzt noch im Spiel halten, aber dann knockt er sich selber aus. Deswegen gute Besserung auf jeden Fall an Maxchen, er muss da natürlich ausgewechselt werden. Für Max kam jetzt unsere Kanonenkugel Raya Bibi. 65 Minuten gespielt und erst zwei Verletzte. Eigentlich eine sehr gute Bilanz für uns. Ray kriegt da den ersten Ball, spielt ihn nochmal raus auf Henny. Der war wirklich ganz schön aktiv unterwegs. Henny spielt den Ball zu mir im 16er. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Sehe da irgendwen auf der anderen Seite, spielt den Ball rüber zu Eren. Eren macht ein bisschen Tiki-Taka, tanzt ein bisschen, aber daraus wird nichts. Sigi bringt hier den Ball gefährlich in 16er rein. Genau auf den Kopf von Ray, aber leider neben's Tor. Mit einem 1:0 wird diese Partie allerdings nicht enden. Das kann ich euch schon mal versprechen. Der Geichner ist im Angriff. Er läuft auf Dennis zu, aber der hält den Ball grandios und schmeißt sich dann nochmal wie eine Raubkatze auf die Pille. Wunderschöne Wundertat. Jawohl! Adon ist einfach ein Macher. Dieser Junge. Wir erobern mal wieder früh den Ball, weil wir einfach Druck machen. Wir haben Druck studiert. Flanke von Sigi auf Ray Habibis Brust. Die nimmt er wirklich wunderschön mit, aber der Abschluss stimmt nicht ganz. Trotzdem hammerharte Aktion von Ray Habubdi. Und wir haben auch mal unsere Eckentaktik überdacht, ja, dass wir hier auch gefährlicher bei den Standards werden. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr von der Variante haltet. Wir jetzt hier mit einem taktischen Wechsel für mehr Durchschlagskraft. 60 Kilo gehen, 120 kommen. Unser Top-Dribbler Mr. G hat eine kaputte X-Taste, kann den Ball nicht abspielen, verliert ihn deswegen. Konter von Schwarz zu dem Weiß über unsere linke Seite. Boris kommt da nicht mehr hinterher, der Ball wird quer gelegt. Dennis ist doch fast noch dran, aber der Ball ist in unserem Netz. 1:1.
Und Freunde, achtet auf die Uhr. Gut 3 Minuten später gab es einen Eckball jetzt hier für Schwarz-Weiß. Der Ball kann erstmal nicht geklärt werden. Adonis hält zum ersten und zum zweiten landet das Ding im Netz. Unglaublich. 2-1. Spiel in 3 Minuten gedreht. Der Fluch gegen den Letzten schlägt mal wieder zu. Wir können einfach nicht gegen den Tabellenletzten spielen und das zeigt sich mal wieder. Jetzt wieder hier ein Freistoß aus einer gefährlichen Position. Jungs, bringt den bitte aufs Tor. Bye, have a great time. Mein Gott, Leute. Wir haben jetzt auf jeden Fall komplett umgestellt. Meli in der IV, Süle grätscht dazwischen, trifft eigentlich den Ball, aber es wird auf Freistoß für Schwarz-Weiß entschieden. Komm. Und Süle kriegt dafür jetzt hier noch die gelbe Karte und das ist ein Freistoß. Wirklich kurz vor der 16er-Linie. Der Kollege wird voll draufrotzen, aber Melis Rücken ist einfach zu breit und wir klären die Situation dank ihm. Wir sind mittlerweile in der Nachspielzeit. Unser bester Saisonstart aller Zeiten gerät hier ins Schwanken. Dennis kommt bei dieser Ecke mit nach vorne. Die Ecke wird jetzt reingespielt. Kommt etwas zu weit, aber ich halte den Ball im Spiel. Der kommt irgendwie in die Mitte zu Boris. Der verfehlt aber den Ball. Der Ball springt jetzt zu Süle. Der zieht einfach ab und der landet rechts oben im Winkel. Zweites Tor für Süle und damit der Ausgleich für uns in der Nachspielzeit. So wichtig. Aber ein Punkt reicht uns auch nicht. Wir wollen jetzt auch den Sieg. Wir wollen 3 Punkte aus dem Spiel mitnehmen. Es wird einige Minuten noch nachgespielt wegen den ganzen Verletzungen. Deswegen ackern wir, machen Druck. Aber wir müssen natürlich auch das Verteidigen nicht vergessen. Oh, den Fisch Dennis da wirklich grandios raus. Mittlerweile kämpfen hier alle, genauso wie ich hier gerade mit dem Kommentieren am Kämpfen bin, weil mein Hals so verdammt wehtut, aber das ist jetzt egal. Wir kommentieren weiter, da liegen schon mittlerweile 3 Leute auf dem Boden, 2 von Schwarz-Weiß, Spidey liegt auch noch auf dem Boden, steht da gerade auf. Boris ist an der Pille, spielt den Ball hier raus zu Ehren, beziehungsweise rein zu Ehren, der stand im Zentrum. Ehren macht ja den Gegner nochmal nass, besetzt Boris in Szene, der geht in 16er rein und wird da zu Fall gebracht und Schiri entscheidet auf Elfmeter in der 95. oder so. Geisteskrank. Plus 7 und Sigi tritt an zum Elfmeter. 2:2 steht es. Kann er uns die 3 Punkte sichern? Ein, 2 Minuten wird aber noch gespielt. Schwarz-Weiß hat natürlich Blut geleckt. Wir werfen jetzt alles rein. Wir wollen auf jeden Fall kein Tor mehr zulassen. Marius, Mr. G, grätscht da rein. Und Eden schiebt mal ganz kurz den Spieler da zur Seite. Hauptsache, der Ball ist weg von unserem Tor. Ray slidet hier nochmal in die DMs. Der Ball wird nochmal ein bisschen gefährlich nach vorne gespielt. Aber Videobahn haut das Ding nach vorne und das Spiel ist aus. Wir gewinnen 3:2. Yeah! Gib mir ein H! Gib mir ein! Voll! Sami Krieger! Sami Krieger! Wir sind Krieger! Geisteskrank! Jetzt geht's hier zum Mann des Tages. Guten Tag. Danke. Gut geschlafen heute? Ja, mega. Und ich werde nochmal gut schlafen. 2 Tore? 3. 3 Tore sogar? Ja, Eigentor dabei. Ihre Einschätzung? Ich hätte lieber 1-0 gewonnen. Hätten wir weiterhin, glaube ich, 3 Gegentore die Saison gehabt. So haben wir, glaube ich, 5. Passiert. Aber egal, was zählt am Ende? Der Sieg. Was sagen Sie dazu? Zu dem Spiel? Genau. Ja, geil. War geil. Am Ende super geil. Finde ich auch.
Du hast das schlechteste Interview aller Zeiten. So. Wir gehen in Führung, so war geil, geiles Gefühl. Auf einmal, die drehen das Spiel. Ich wollte schon aus Mannschaft austreten. Ich wollte Basketballmannschaft eröffnen. Aber dann haben wir Kampfgeist bewiesen. Motivation, Wille, alles, Ehrgeiz. Wir haben alles gegeben und das Spiel nochmal gedreht. Also geisteskrank. Kuss an die Jungs, Kuss an die Fans. Das war ein unglaubliches Spiel, Alter. Abonnieren nicht vergessen.